sind wir wieder in der Werkstatt. Heute gibt es mal ein kleines Unboxing. Aber bevor wir dazu kommen, wollte ich jetzt allgemein mal über meine KFX reden. Da kam mir jetzt auch einige Zeit nichts mehr. Weil es eine Weile in der Werkstatt und ich wollte mal so erzählen, was sich da so getan hat. Eigentlich hat es damit angefangen, dass die wieder Elektrikprobleme hatte. Und man hat jetzt, ja, also wir haben jetzt rausgefunden, es lag vor allem hier dran. Die Schaltereinheit war defekt, habe ich mir jetzt eine neue geholt, habe die ausgetauscht. Im selben Zug haben wir auch hier die Gangschaltung, die hier war, ausgebaut und haben die jetzt auf den Hebel umgerüstet. Das heißt, ich kann jetzt hier mit dem Hebel die Gänge schalten und habe dadurch jetzt nicht mehr diesen riesen Klotz hier vorne an dem Dingens hängen. Jetzt habe ich noch einen Tacho. Der ist noch nicht so schön angebracht, aber da mit dem Lenker sowieso noch einiges passieren soll in nächster Zeit, sobald ich die Zeit habe, wird sich das auch noch verändern. Ich sage nur Trailtech-Lenkerschelle. Was ist noch passiert? Genau, ich habe Tieferlegungsfedern jetzt drin. Die ist jetzt tiefer gekommen. Mal gucken, wie das so ist. Ich habe die Originalfedern natürlich noch liegen. Wenn es mir nicht gefällt, brauche ich die wieder höher. Ich habe natürlich jetzt erstmal die Straßenreifen drauf mit den Spurplatten, also quasi tiefer, härter, breiter. Erstmal wieder ein bisschen mehr Straße damit fahren. Fürs Gelände habe ich ja die KVF, die sich da hinter der Plane versteckt. Was ist noch passiert? Genau, Vergaser wurde synchronisiert und eine Alarmanlage hat sie bekommen. Ja, mein Auspuff ist immer noch defekt. Er ist schon wieder locker. Ich habe ja jetzt erstmal mit Tüdeldraht dran gemacht. Nicht schön, aber scheiße. Mal schauen, wie lange das hält. Ich habe ja auch noch einen Thunder-Auspuff liegen. Vielleicht wird es ja bald mal Zeit, dass ich den Thunder einbaue. Das Problem ist nur, ich mag den Krümmer von dem Leo Vince, weil der ist halt schön dick. Und da geht die Luft besser durch, es ist kühler. Im Sommer kann man mit dem Originalkrümmer einfach nicht fahren. Der wird so heiß, da brennt man sich hier alles weg. Also ich habe die Arbeitshosen, die ich normalerweise zum Quadfahren habe, die sind alle weggeschmort. Also die haben alle unten links am Bein Löcher in der Hose, weil die immer hier an den Krümmer kommen. Und ich will nicht wissen, wie das mit Originalkrümmer ist. Das wird noch schlimmer sein. Des Weiteren, genau. Mit der Elektrik hatte ich ja gerade schon erwähnt. Ich habe jetzt auch vorne neue Blinker, mal etwas hochwertigere. Ich hatte nämlich jetzt keinen Bock mehr. Ich hatte ja quasi vorne auch diese mit diesem integrierten Pfeil. Ich hoffe, man sieht es auf dem Video überhaupt. Bisschen dunkel. Mit diesem integrierten Pfeil, der so in Orange da drin ist. Der ist jetzt vorne rausgeflogen. Da war ja Tagfahrlicht drin. Das heißt, ich habe jetzt kein Tagfahrlicht mehr, aber das ist mir egal, da ich ja wegen den Stickern auf den Scheinwerfern meistens auf der Straße eh mit Licht fahre, dass nicht jeder die direkt sieht, wenn ich auf der Straße unterwegs bin. Und was ist denn noch passiert? Genau, ja, vorne der Bumper, den habe ich jetzt aktuell ausgebaut. Das war ja nur so ein alter, gammeliger, total krummer und voller Lackabplatzer. Der wird, weiß ich noch nicht, ob der wieder drankommt, da muss ich noch was überlegen. Mal schauen. was ich auch schon vor einiger Zeit gepostet hatte. Ich habe jetzt auch die kleinen Kennzeichen. Ich hätte es echt irgendwo machen sollen, wo ich mehr Licht habe. Ne? Also schön die kleinen Kennzeichen. Genau, die Halterung für die Kennzeichenleuchte muss ich noch dran machen. Die habe ich schon liegen. Die habe ich nur noch nicht verbaut. Mache ich gleich noch. Und mal gucken, jetzt muss ich einhändig das Paket öffnen, ohne meine Adresse, die da irgendwo drauf steht, zu liegen. Ja, das wird witzig. Ja, ich mache mir von. Das ist, glaube ich, unten, oder? Ich fange doch hier an. Das klappt doch schon mal ganz gut. So. Mal kurz gucken, wo ist denn die Adresse? Will wer flüchten? Spinnen, ey, die hängt an meinem Cuttermesser. Okay, komm.
noch weg. So. Ja, einhändig. Und dabei noch reden. Oh, ein Brief. Da steht keine Adresse drauf. Ach, guck mal. Ja. Ja, wie die Leute, die mir bei Instagram folgen, die wissen ja sowieso schon, was Sache ist. Und man sieht meinen alten Sitzbezug. Also wenn jemand einen blau-schwarzen Kunstleder-Sitzbezug für einen KFX-Sattel will, mit einem kleinen Loch drin, der ist abzugeben. Habe ich keinen Bedarf mehr für. So. Da ist eine Sitzbank. Ja. Das ist gar nicht so einfach mit einer Hand. Los geht. Oh, schaut euch das an, Leute. Da ist das Cutter. Erstmal zur Seite damit, bevor irgendwas schief geht. Genauso wie den Brief. Ist das geil. Ist das geil. Einen schönen KFX. Herrlich. Damit ihr wisst, was Sache ist. Ja, das ist doch mal geil. Das ist doch mal geil. Rote Akzente sind doch schon was Schönes. Richtig Porno. Ja, genau, zu dem Sticken. Der Besticker, der ist eigentlich auch recht bekannt in der Quad-Szene. Ich werde euch auf jeden Fall mal seine Facebook-Seite unten in dem Infotext verlinken. Schaut da mal vorbei, der macht viele geile Bestickungen für Quads und der bezieht die und der macht alles, was ihr wollt. Wenn ihr irgendwelche extra Wünsche habt für euren Quad-Sitz oder Sattel, dann ist das auf jeden Fall euer Mann. Also schaut da mal vorbei. Allein das Gucken in seiner Galerie lohnt sich schon. Ja, nicht? Ah, jetzt ist. Nicht mehr gerade der neueste Sitz unter dem Bezug. Der war ein bisschen widerspenstig. Ja, ich werde jetzt auch gleich mal ein paar schöne Aufnahmen machen. Zu dem Bezug. Wir haben übrigens heute den 15.05. Und ich weiß nicht, wie lange ich da jetzt dran rumschnibbel und bis ich alles zusammen habe, was ich zusammen haben will. Also nur, falls ihr euch wundert, wann das Video kommt, das kann natürlich auch wieder 2-3 Wochen, wenn nicht sogar länger dauern, wie üblich bei mir. Wie gesagt, die bei Instagram sind, die haben das ja schon vor einer Woche mitbekommen und keine Ahnung, wird wahrscheinlich jetzt einige Wochen später sein, wenn das bei YouTube kommt.